So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. In der letzten Folge haben wir unserem Bruder Mycroft geholfen, beziehungsweise ist immer noch dabei. Denn eine Agentin von ihm ist nämlich in einem tödlichen Unfall verwickelt gewesen. Und als wir ihre Bleibe... Wo ist denn? Ihre Bleibe durchsucht haben, haben wir festgestellt, dass die Dokumente, die sie bei sich hatte, gestohlen worden sind. Und der gute Herr, der bei ihr eingebrochen ist, liegt da unten und ist tot. Und ich weiß nicht, ob wir ihn aus Versehen gestoßen haben, ich glaube es nicht. Aber er hat mehr oder weniger Selbstmord begangen, weil er hatte gesagt zu uns letzte Folge, dass wir sinngemäß unsere Nase nicht in fremde Angelegenheiten stecken sollen. Aber wir sind Sherlock. Das ist ja unser liebstes Hobby, was wir hier machen. Deswegen schnüffeln wir erstmal bei seiner Leiche ein kleines bisschen rum. Sollen wir mal kurz gucken, weil die Musik jetzt doch schon relativ laut gewesen ist. So, ich denke mal, das ist ganz okay. Hoffentlich. So, da schauen wir uns mal diesen armen Mann hier an. Es scheint auch niemanden zu interessieren, dass er sich gerade von der Brücke gestürzt hat. Täglich Brot bei denen hier allen. He managed to bandage the wound properly. A strange act of self-preservation for a man on his way to suicide. Da war es anscheinend schlimmer für ihn, erwischt zu werden, ne? Dass er sich dann umbringt, wenn er erwischt wird. Expensive clothes. Pretty worn out though. Medaillon? Wie? A family insignia. Typical nobleman fashion. Old and made of silver. Not expensive, but might be an heirloom. Take a photo of this poor bugger. Better to give Mycroft something rather than nothing. Was für eine Qualität. Ja, aber wo wir jetzt die Dokumente haben. Achso, das war der Herausforderung von John. Wusste ich gar nicht. Okay. Dann gehen wir anscheinend zurück zu unserem Agenten, also nicht zu unserem Agenten, aber zum Agenten unseres Bruders. Und wo müssen wir denn hin? Steht er noch? Boah, wo stand denn dieser Vogel? Der stand noch beim Rathaus irgendwo. Ah nee, der steht jetzt hier. Der gute M. So, und wir sind hier. Und wir gehen zurück, weil dort haben wir eine Kutsche. Genau. Hallo. Ich möchte gern... Achso, warte mal. Editieren, löschen. Ich möchte gern hier hin. Zum guten M. Oder? Hä? Der war doch hier, oder? Hat er gesagt, wo er wartet? Mr. Holmes, your brother sent. Ach, das ist der. Oh, terrific. Let me guess. Mission of global importance, a nation forever in my debt? Let's get this over with. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then,
This island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine, I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner, but a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you, so be careful. And remember, I was never here. Doch. So, hab ich einen Beweis. Erpressung nach Plan. Ja, wo wartet denn der andere Heini auf uns? Achso, vorm Platz am Rathaus. So, warte mal. Gut, ich habe nichts gesagt, man muss auch lesen können. So, Rathaus ist hier. Der war ja hier irgendwo, dachte ich, oder? Nee, da, doch, da war doch hier irgendwo, dachte ich. Ja, hier. Do not postpone this matter, Mr. Holmes. Do not postpone this matter, Mr. Holmes. Do not postpone this. Hä? Muss ich denn irgendwas machen? Achso. Mr. Holmes. Das vielleicht? Hä? This matter, Mr. Holmes. Aber so richtig, oder? Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all. Guck mal, das sieht doch sehr merkwürdig aus. Is this familiar to you? My dear fellow, you're talking to the right. Ach so, doch. Die Dokumente sind nicht auffindbar, der Einbrecher ist tot und ich habe nur die Nachricht eines gewissen M. Vielleicht hatte John recht und der Zusammenstoßagentin mit der Rikscha war tatsächlich kein Unfall, sondern wurde von langer Hand geplant. Falls dem wirklich so ist, hat uns der ominöse Strippenzieher im Hintergrund ganz schön an der Nase rumgeführt. Trotz der festgefahrenen Situation fühle ich mich erquickt. Dort draußen ist jemand, der mir ehrenwürdig ist und mit Freunden nehme ich die Herausforderung an. Alas, that's a terrible blow for the office. I'd better pass on your report immediately. Thank you for your service. The accident doesn't look so accidental anymore, does it? I think you might be right, John. I feel like someone is leading us by the nose. First time I've encountered such a devious mind. I suspect not the last. Erpressung fängt jetzt auch noch an. Wer im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte würde einen Straßenunfall aushecken, anstatt ja gerne einfach unauffällig kalt zu machen. Das stimmt. Ich schaffe es, Sheriff stets Antworten auf seine Fragen zu erhalten. Es gibt aber so viele Stolpersteine, faszinierend. So, wo haben wir denn? Mycroft beauftragt mich damit, dem hiesigen Astronomieprofessor Jacob Haring einen Besuch abzustatten, um zu verhindern, dass er brisante Informationen über einen von Mycrofts Agenten öffentlich macht. Er lebt in Grand Saray auf einem großen Anwesen mit einem Brunnen nicht weit vom östlichen Ende von Bonanza Reed Red Road. Also Road könnte es heißen, ja stimmt, Road entfernt. Jacob Haring genießt den Ruf einer äußerst einflussreichen Persönlichkeit, aber nur weniger wissen, dass er Grund dafür eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten ist, mit denen er Menschen in gehobenen Kreisen erpresst. Mycrofts Agent sagt, dass der Professor ein gerissener Einzelgänger sei und nicht Vorsicht walten lassen sollte. So, Grand Saray und Bonanza.
Grand Array. Die Bonanza. Achso, ups. So. Da hatten wir hier unseren Kutschenfreund. Und lassen uns dorthin kutschieren. Zeitungsstand. Oh, kriegt man eine extra, Zeitung. Extra! Suicide claims another. A young man has leapt to his end in broad daylight from the rolling Brix Bridge. Interested in some Cordona news? Ja. Check the front page. You won't regret it. Wieso bin ich da drauf? Konsequenzen. Ein schockierender Anblick bot sich heute den Passanten auf der Rolling Brix Brücke, als ein junger Mann am helllichten Tag in den Tod stürzte. Daneben stand Sherlock Holmes. Augenzeugen berichten, zufolge schien der Mann zuvor um sein Leben gerannt zu sein. Da sich die Polizei nicht dazu äußern will, bleiben viele Fragen unbeantwortet. War der Mann verrückt oder hat er tatsächlich einen Grund zu fliehen und letztendlich sogar den Tod als letzten Ausweg zu wählen? Wir bitten unsere Leser, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu den nach wie vor laufenden Ermittlungen umgehend bei der Polizei zu melden. Aber dass ich daneben stand? Das sagte keiner. Guck mal. Die haben halt auch so schön. Das sieht echt schön aus. Ja, auch so schön malen können. Ich beneide ja immer Menschen, die wirklich das Talent dafür haben. Oh, guck mal. Warte mal. Moment. Bank an einem Kai. Da haben wir sie doch schon. Der Inselbewohner war Yachtclub Salacia oder Salakia. Die Inselbewohner waren strikt gegen die Renovierung des Yachtclubs, da sie die Renovierung für einen unnötigen für eine unnötige Luxusinvestition hielten. Als Gouverneur Sinclair jedoch ein Segelturnier vorstellte, gestand sie sich, wenn auch zögerlich, ein, dass es sich wohl doch um eine notwendige Investition handeln würde. Wie die Römer sehnte sich auch die Bewohner Cordonas nach Unterhaltung, um hin und wieder der Mühsal des alltäglichen Lebens erinnern zu können, entrinnen zu können. Heil dir, Gouverneur. Let's celebrate. Mit Alkohol. Sehr schön. So, ich habe die Schatzkiste gefunden. So. Das Wasser sieht so toll aus. Ich weiß, das sage ich immer wieder, wenn ich das sehe, aber ich muss immer wieder sagen. So, der hat ein großes Anwesen. Yachtclub Salakia. Kommen wir denn hier rein? So rein theoretisch. Ich bin doch jetzt hier schon beim Yachtclub, ne? Ja. Ich frage mich, ob diese Orte noch irgendwie bedeutsam werden. Für irgendwelche Fälle. Oder ob das einfach nur, ja. Hier gibt es übrigens den Yachtclub. Viel Spaß damit, wird zwar nie relevant werden, aber hier ist er. Okay. So, dann gehen wir mal weiter hier hoch. Ich habe noch nie ein kleines Kind hier gesehen.